Hallo zusammen, ich habe meine Tour gerade schon beendet, aber füge dieses jetzt nochmal vor das eigentliche Video, weil das Ganze ziemlich durcheinander geworden ist und ich euch nur im Vorfeld eigentlich schon mal warnen wollte, dass das Video, naja, meiner Meinung nach ein bisschen konfus ist, aber trotzdem interessant. Also wenn ihr Bock habt, bleibt dran, aber auch das sage ich gleich, glaube ich, zu Beginn des Videos eh nochmal. Hallo zusammen. Ich rolle hier gerade so genüsslich bei uns durch die Bauernschaft. Hab die Kamera zwar schon eingepackt gehabt, bin jetzt ein bisschen unterwegs und war mir gar nicht schlüssig, ob ich filmen soll oder nicht. Aber ich dachte mir, irgendwie film doch ein bisschen. Vorhin war mir noch nicht so danach, aber jetzt schon. Es ist richtig schön warm, wir haben 27 Grad und ja, hier die Äcker sind geflücht, es duftet so eine Mischung aus Staub und Stroh und Ernte überhaupt. Es ist schon ein tolles Gefühl, hier so durchzufahren. Ich hoffe mit den Windgeräuschen, das geht auch gerade wieder, weil ich hier so ein Stück runterrolle. Ja, 26 km/h. Aber jetzt geht's bergauf. Dann wird's wieder ruhiger mit den Windgeräuschen. Naja, auf jeden Fall dachte ich mir, ich zeige euch doch das ein oder andere. Wobei ich mir selber nicht schlüssig bin, wo ich hinfahre. Heute war meine Entscheidung oder Entscheidungsfindung ein bisschen suspekt, wahrscheinlich für den einen oder anderen. Aber ich habe darauf geachtet, dass ich Gegenwind habe. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, ich habe die Hoffnung, dass ich dann auf dem Rückweg Rückenwind habe. Hört sich bescheuert an, ich weiß. Aber ist ein Versuch wert, weil sonst in der Regel habe ich auf dem Rückweg immer Gegenwind. Und deswegen dachte ich mir, ich probiere es heute einfach mal aus. Wo es mich genau hinführt, keine Ahnung. Mir ging es eigentlich eher um das Radeln. Ich habe heute bis Mitternacht gearbeitet, dann nach Hause. Jetzt noch so ein bisschen hier und da was getan. Und dachte mir, jetzt drehe ich mal eine entspannte Runde. Ja, und habe mich dann entschieden, euch jetzt doch was zu zeigen. Also, wenn ihr da Lust zu habt, bleibt einfach dran, wie immer. Dort sieht man so die grobe Richtung, wo ich hin möchte. Eine Menge Felder. Zwischendurch kommt vielleicht mal der ein oder andere Hof oder ein See. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber mal schauen. Ist auf jeden Fall schön bei den Temperaturen. Jo, hier wollte ich jetzt eigentlich rein, aber hier ist eine Kette gespannt. Sieht auch alles noch recht neu aus, um da hinten Richtung dieser Höfe mal zu kommen, aber das darf man wohl nicht mehr. Schade. Probiere ich die nächste Strecke. Das ist Bauernschaft. Ist das nicht eine schöne Bank? Selbstgemacht und für jeden nutzbar. Hier so vor diesem schönen Gehöft. Jetzt geht es hier wieder ein bisschen hoch. So eine halbe Allee. Straße, naja, Alleestraße ist vielleicht übertrieben. Aber schöner alter Baumbestand. Und ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Aber das macht ja den Reiz auch aus, dass solche Strecken dadurch nicht langweilig werden. Es gibt hier immer so ein paar Anhaltspunkte, die kenne ich natürlich. Aber ich versuche dann schon immer, wenn ich rechts kenne, einfach links abzubiegen und zu gucken. So, das hier, doch, sieht aus wie eine normale Straße. Marin. Wobei, da ging gerade ein Weg durch den Wald. Ich drehe mal eben. Ja, das sieht doch auch einladend aus. Dann testen wir das doch mal. So, Moment, raus aus der Sonne. Kann ja auch nicht schaden. Oh, ist gleich deutlich kühler. Nicht kalt, aber angenehm.
Ja, und das meine ich mit diesen Strecken. Augen auf und einfach mal reinfahren. Ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich ein Video, was die wenigsten interessieren wird. Ich erzähle es euch trotzdem. Und genieße es persönlich immer sehr, solche Wege. Auch wenn das viele nicht nachvollziehen können. Ich habe gerade festgestellt, dass es eigentlich ganz witzig ist. Hier so an den Kreuzungen stehen immer Radwegschilder. Und wenn das Schild links steht, fahre ich geradeaus. Oder rechts fahre ich links. Hat auch irgendwie seinen Charme. Und was mir besonders gut gefällt dieses Jahr, ist, dass die ganzen Landwirte solche Blühstreifen um ihre Felder haben. Finde ich sehr schön, weil das ja eh ungenutzte Fläche ist. Und so ein bisschen was für unsere Insekten tut. So, ich fahre rechts. Ja. Schaut mal dort am Horizont, das ist das Sauerland. Ich zoome mal. Das müsste so von hier dieser Kamm, den man da sieht, ungefähr 80 Kilometer entfernt sein. So circa. Schon eine gute Fernsicht, ne? Und hier, ein, zwei Kilometer weiter, schaut man Richtung Porta Westfalica, Minden, Teutoburger Wald. Auch das werde ich einmal so ein bisschen ranzoomen. Dort am Horizont so halbwegs zu erkennen. Ist das herrlich. Sogar historische Gebäude gibt es hier auf der Strecke. Tja, eingezäunt und fertig. Das ist ganz schön, ja, es ist fast befreiend, wenn man einfach so planlos durch die Gegend fährt, wie ich das manchmal mache. Man muss nicht auf irgendwelche Karten gucken oder denken, ha, jetzt muss ich da noch hin und da noch hin. Einfach fahren. Da hinten ist ein Kirchturm zu sehen, so ein bisschen links. Ich glaube, ich fahre mal jetzt so in die Richtung weiter, wenn der Weg das irgendwo hergibt. Wenn nicht, dann nicht. Es sieht so aus, als wenn ein Weg Richtung Kirche führt. Wenn auch nur geschottert, aber erstmal geht es in die Richtung weiter. Habe ich euch eigentlich erzählt, bei dem letzten Video bin ich ja auch so ein bisschen neue Wege gefahren. Und dann hatte ich ja gesagt, da an der Lippe ist Schluss. Danach musste ich ja noch so 20 Kilometer fahren ungefähr. Und ich war gerade so 3-4 Kilometer aus Lippstadt raus. Was passiert? Kein Platten. Oder doch, ein Platten schon. Aber das Ventil ist weggeplatzt von dem Schlauch direkt. Das sind ja diese Autoventile. Und ich hatte ja mal die Schläuche bekommen mit diesem grünen Gel drinne, die bei Durchstoßen des Reifens das Ganze selber abdichten, sobald man diesen Fremdkörper entfernt. Da hatte ich schon ein bisschen länger jetzt das Gefühl, dass die nicht mehr so gut sind, weil ich oft Luft nachfüllen musste. Aber da hat es mich dann eiskalt erwischt. Natürlich kein Ersatzschlauch bei, kein Werkzeug bei, wie es dann immer so ist. Und da hatte ich das Glück, dass ich ja in Lippstadt weiß, wo die Fahrradhändler sind und bin dann eben so eine Stunde zu Fuß mit Fahrrad zu dem Fahrradladen. Hab dann da auch einen Schlauch bekommen, den ich vor Ort dann eben gewechselt habe. Und dann war die Sache gut. Dann dachte ich zu Hause, ich tausche mal den zweiten Reifen oder Schlauch auch direkt, weil ich die ja zeitgleich eingebaut hatte. Nehm den raus, mach den neuen Schlauch rein, pump auf und was ist? Der Schlauch kaputt, hat das Ventil einen Schaden gehabt. War also nicht ganz so mein Tag. Aber das nur mal am Rande. Ja, die Kirche war jetzt da links zu sehen und hier steht ein Schild Hubertushalle. Ich bin jetzt übrigens im Batenhorst und werde einfach mal hier reinfahren und gucken, ob ich da hinkomme. Aber da der Ort recht klein ist, wird die Hubertushalle auch nicht weit weg sein von der Kirche, gehe ich mal von aus.
Ja, und da ist die Kirche jetzt schön zu sehen. Vom Weiten fällt natürlich dieser Sandstein als erstes auf. Und das Metalldach, ich nehme an, das ist Kupferblech oder Kupferblech, ja, ein Kupferdach. Aber für so ein kleines Örtchen hier, mächtige Kirche. Ja, schön, weiter geht's. So, was gibt es auch nur hier? Seht ihr diesen schrägen Anhänger dort? Ich zoome mal kurz ein paar Schritte ran. Das ist ein mobiler Hühnerstall und das Kennzeichen ist Huhn 1. Habe ich vorher auch noch nie gesehen und die Hühner haben hier extra Schattenplätze unter ihren Tarps. Klasse, oder? Ich fahre gerade durch dieses Wäldchen mit vielen Kiefern und auch ein paar vereinzelten Laubbäumen, aber hauptsächlich Kiefern. Wenn jemand von euch schon mal in Spanien war, in diesen Wäldern, wo die ganzen Pinien stehen, genauso duftet es hier gerade. Sehr angenehmer Duft. Hier hat jemand hinten so ein Regenwasserauffangbecken, gehe ich mal von aus. Und so ein kleines Häuschen mit zwei Treppen, wo Hilde und Gustav draufsteht. Fand ich persönlich auch witzig. Ich bin jetzt hier in Reda-Wiedenbrück angekommen und schaue mir immer gerne diesen See an, wenn ich hier reinkomme, weil hier so viele Seerosen sind. Aber wie ihr vielleicht sehen könnt, ist auch der komplett trocken. Obwohl wir dieses Jahr sogar zwischendurch Regen hatten, hat er sich vom letzten Jahr anscheinend noch nicht wieder erholt gehabt. Und ja, dieses Jahr war es dann zu viel mit der Trockenheit. So schnell kann es gehen. So toll, wie ich diese Hitze auch finde, das ist natürlich ein Riesennachteil. Ja, jetzt hier in Reda-Wiedenbrück bin ich an dem Emssee angekommen und werde jetzt erstmal mein Getränk auspacken, mein Buch auspacken und dann hier unter diesem Naturpavillon ein Päuschen machen. Das nenne ich mal eine Blütenpracht hier, oder? Hier wieder ein herrlicher Duft. Ja, dass ich wieder unterwegs bin, das seht ihr ja. Ich bin von da hinten gekommen, schon über zwei Kreuzungen, immer geradeaus weiter. Und dachte mir, mal gucken, wie lange es geradeaus geht. Und komme hier über eine Kreuzung nach der anderen. Aber irgendwann muss ja auch mal wieder ein Abzweig Richtung links gehen. Weil das ist so dann Richtung Heimat. Aber mal sehen, was noch kommt. Ich habe jetzt, was haben wir denn hier? 15 Uhr, 52 Kilometer. Ja, in etwas über 3 Stunden, also gemütlich gefahren. Und fahre jetzt in die Richtung weiter. Ja, eben das Moped vorbeilassen. Die genießen ja auch die blitzfreien Ecken. Deswegen, naja, auf jeden Fall geht's jetzt weiter. Jetzt bin ich gerade durch diese kleine Ortschaft St. Wied durchgekommen. Und da war dann die T-Kreuzung, wo es nur rechts oder links ging. Und da habe ich mich dann ja, wie vorher schon angekündigt, für links entschieden. Und schau mal, wo es jetzt weitergeht. Jo, jetzt bin ich hier durch die ganzen Felder hin und her, leider auf dieser Hauptstraße rausgekommen. Und das sind jetzt 6 Kilometer, ja, bis zum nächsten Radweg im Grunde. Hier so geradeaus runter. Schade, aber muss wohl sein. So, hier 8% Steigung. Aber nachher die Aussicht werde ich euch zeigen, die lohnt sich. Guck mal, dort steht ein Reh. Ich schnaufe immer noch wegen der Bergauffahrt hier.
Oh, jetzt schaut sie hin. Klasse. So, das ist die erste versprochene Fernsicht. Nach diesen 8% Steigung über, ich glaube, 4 Kilometer ging es jetzt hoch. Hui. Echt jeden Meter wert, hier hochzufahren. Die andere Seite kommt gleich als nächstes. Das ist jetzt wieder Richtung Teutoburger Wald, Weserbergland. Richtung Minden. Und ich muss jetzt noch weiter in die Richtung. Nein, ich darf jetzt noch weiter in die Richtung. Und hier ist der andere Punkt, warum es sich gelohnt hat, dort hochzustrampeln. Dort sieht man die Soester Börde mit dem Sauerland im Hintergrund. Und das zieht sich hier so rüber bis ins Paderborner Land, was dann wiederum in das Weserbergland, Teutoburger Wald dorthin übergeht. Ja, mittlerweile ist es echt heiß. Ich muss mal ein bisschen aus der Sonne raus und möchte mich jetzt auch hier mit den Bildern verabschieden. Ich habe jetzt nur 8 Kilometer in die Richtung, dort wo man den Kirchturm sieht. Ich zoome das Ganze mal, wenn ich denn was erkenne hier auf dem Display. Ja, er müsste jetzt zu erkennen sein. Dort muss ich noch hin. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn es recht konfus war und viel durcheinander erzähle. Aber mir hat Spaß gemacht. Also macht's gut, euer Markus.